Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Luigi's Mansion 3. Beim letzten Mal haben wir den groovigen Disco-Geist besiegt und heute? Oh. Oh oh. Tschüss Einrichtung! Das tut mir ein bisschen in der Seele weh, to be honest, weil es ist so schön eingerichtet und dann kommt Luigi und macht einfach... Oh, da war eine Tür. Das da. Ja, scheiß auf Türen, würde ich mal sagen, hm? Gut, der Disco-Geist muss das jetzt nicht mit ansehen, was hier passiert. Das ist ja schon mal was Schönes. Okay. Das ist ja nicht meine Afro-Sammlung, hm? Gut. Sehr schön. Rerain Destruction, würde ich mal sagen. Okay. Was haben wir denn hier? Ja, erstmal RIP-Sammlung vom Disco-Geist. Ah, Fleder. Oh, Fledermäuse. Ich hasse Fledermäuse. Also ich mag sie im richtigen Leben, aber in Luigi's Mansion sind sie auch noch nervig. So. Ganzen Platten. Ja, komm. Moment mal. Ah. Jetzt komme ich da auch hin. Kann ich die irgendwie aktivieren, diese Plattenspieler? Scheinbar nicht. Ah, Moment. Moment. Hahaha. Ich bin nicht ganz so... Fragezeichen, wie man meinen würde. Ah. Nummer 4. Schön. Und ja, sobald wir hier fertig sind, wird auch unser Backtrack-Abenteuer beginnen, würde ich mal sagen. Ist hier noch was? Nö. Und wir haben tatsächlich schon auf der Karte in zwei Stockwerken markiert, wo Boohoos sind. Da seht ihr jetzt auch hier. Und da werden wir dann auch, sobald wir hier fertig sind, erstmal hingehen. Oh, das. Ich muss sagen, das war cool. Ah, ich sehe. Dass das getan werden muss. Oh oh. Destruction reigns supreme. Gut, das ist Nummer 5. Ich frage mich, ob Nummer 6 jetzt auch rein theoretisch hier drin wäre oder sonst wo. Hm. Das Geld. Ich will das haben. So. Ah, da hinten war eins. Dann haben wir da aus der Disco-Kugel eins bekommen. Ich glaube, mehr wird hier in dem Gebiet nicht drin sein. Ja gut, wo da Nummer... Das wäre der Geist. Stimmt, der Geist. Der fehlt uns noch. Wenn ich ein Geist wäre, wo würde ich mich verstecken? Irgendwie traue ich das auch nicht, dass da... dass ich diese Brücke da nicht... entsaugen kann. Hm. Na gut. Dann soll es so sein. Ja, vielleicht finden wir den Geist ja noch auf dem Weg zurück. Ansonsten, Leute. Coole Musik. Hm. Da wird wahrscheinlich auch nicht
großartig was sein. Kann ich das zu rollen? Nee. Ja, da waren wir ja schon. Also unten ist der Tresorraum. Wenn ich so ein Geist wäre, wo würde ich mich aufhalten? Das ist eine gute Frage. Da haben wir eigentlich alles mitgenommen. Vielleicht hier noch irgendwo irgendwas? Ja, nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Ja gut, es wird ja noch genug Backtracking geben. Von dem her können wir uns die Gedanken ein anderes Mal machen. Na, ist hier noch irgendwas? Na, da ist der Weg nach unten. Der ist irgendwie... Ah, jetzt kommen natürlich die ganzen Geister. Wollen sich rächen. Na... Komm her. Und zack. Leider nur zwei auf einmal erwischt, aber das muss wohl reichen. Ja, komm her. Wäre cool gewesen, wenn der Edelsteingeist auch noch dabei gewesen wäre, aber wir müssen den halt irgendwie selber deduzieren. So, komm her. Und zack. Zwei. Gut. Ha, schön. Cool, 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 cool. Ja. Ja, Leute, ich wollte mal sagen, Bier. Kann ich da auch irgendwie... Gut. Dann wollen wir mal den Fahrstuhl nehmen und uns aufmachen. Gut, das wäre das Penthouse, aber da wollen wir nicht hin. So. Erst einmal backtracken. Ich meine, ich würde das Spiel halt schon gern beenden, aber, ne, Leute, ich will alles auskosten. Edelsteine überlegen wir uns mal, aber an sich, wenn wir schon die Buhus suchen gehen, können wir eigentlich auch die Edelsteine mitnehmen. Je nachdem waren sie einfach verborgen, weil wir einfach die... Ah. Oh, das ist sogar richtig auf der Karte markiert. Das ist ja aber geil. Oh ja, mein Controller denkt sich auch so, hier ist ein Buhu. Okay. Oh, es ist ja nicht mein Controller. Der Schreck weg. Denkt sich auch gerade so, okay, irgendwo fehlt etwas. Ah, die Buchus sind ja immer in irgendwelchen fehlenden Sachen drin. Ah, hier irgendwo. Ja. Da drin? Ich bin Bui, die Nummer 1. Zumindest habe ich die mit Abstand schönsten Namen. Er ist Luigi. Hallo? Da bist du. Komm her, Luigi. Alter, muss man den oft... ...aufthauen. Komm her, Luigi. Das war nicht die richtige Taste. Da ist er. Und flupp, flupp, flupp. Komm her.
Buigi. Das ist wirklich ein schöner Name. Das ist toll. So, gut. Was fehlt uns hier denn noch? Zwei Juwelen tatsächlich. Ich weiß, welches Juwel uns noch fehlt. Da, Dingsbums. Warum? Oh. Kommt. Kommt mal mit. Beide. Bananenschalen. Warum höre ich noch einen größeren Geist? Da hinten. Ich sehe dich. Du kannst dich nicht anschleichen. Ah. Komm her. Ich finde das nicht sehr lustig, was du hier versuchst. Hm? Kumpel? Komm mal. Komm mal mit. Oh nein. Und zack. So. Und so. Jetzt wird wahrscheinlich der andere sich einmischen müssen, oder? Den habe ich gesehen. Da bist du. So. Hör auf zu flexen und lass dich einfach. Hm? Ich wollte doch nur zur Küche. Mann. Hm. Das ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal. Ich hätte gerne ein paar Herzchen. Hm. Ich meine, wenn die schon hier sind, da war halt das Ding. War das schon immer da? Ah ja, stimmt. Da war ja was. Mhm. Da war irgendwie, da ist ein Herz gerade gespawnt. Hallo? Herzen? Ich hätte gerne Herzen. Herzen? Herzen? Herzen, Herzen, Herzen? Keine Herzen? Keine Herzen. Na gut, dann halt nicht. Ist auch in Ordnung. Wie haben wir das jetzt auch wieder aufgemacht? So. Da. Na, das sieht man ja raus. Und da ist dahinter, war da nicht ein Edelstein drin? Kann da Luigi durch? Okay. Das ist immer noch so unlösbar wie bevor. Hm. Gut, dann war das nicht das, was ich gedacht habe. Ja gut. Wenn... Dann holen wir uns den nächsten Buhu. Aber scheinbar ist hier noch irgendwo einer. Weil mein Schreckweck hat nämlich... Vibriert jetzt wieder? Hier ist irgendwas. Hallo? Nee, jetzt hört er auf zu vibrieren. Schreckweg, was willst du mir sagen? Aha. Es wird wärmer. Okay. Jetzt wird's wieder kälter.
Nicht da unten? Da unten? Ja, ja, doch, hier ist noch irgendwo ein Buhu. Mhm. Hier drin. Ich bin buchstabier. Mit mir kannst du nicht mithalten. Oh, Fledermäuse. Okay. Wo ist er denn jetzt? Aha. Tja, buchstabier. Moment. Du bist nicht buchstabier. Du bist ein Edelsteingeist. Ich meine, das ist auch schön. Freut mich sehr. Boah, fehlt uns hier noch viel. Aber ich will eigentlich Buchstabier finden. Wo ist er denn jetzt hin? Ah ja, es wird wärmer. Stimmt, wie komme ich denn daran? Da hat doch auch noch irgendwas. Nein, nicht das. Da drin. Ich bin buchstabier. Na, hast du Angst? Okay. Das wollte ich nicht so. Da. Ich liebe Buhus. Buhus sind so sind einfach hilarious. So. Gut. Schön. Na, wo ist er denn jetzt hin? Der Buchstabier. Das war nicht die richtige Taste. Hab dich. Kannst dich nicht vor mir verstecken. Das ist hilarious. Und? Haha. Haben wir den zweiten, nein, den dritten Buhu schon erwischt. Oder den vierten? Ach, was weiß ich denn. Es ist auf jeden Fall der vierte. Moment, kann ich das nicht einfach? Ich kann, okay. So, das sieht doch schon mal viel besser aus. Gut, okay, aber damit bestätigt sich die Assumption, dass in jedem Stockwerk mehrere Buhus warten. Buiti und der Buchstabierer. Ich liebe diese Puns, ne? Honestly, wir machen jetzt noch einen schnellen Run. Hier. Oh. Wir gehen ins nächste Stockwerk und suchen den Buhu. Hi. Charo will doch nur durch das Hotel. Oh yeah, okay. So. Aber jetzt verstehe ich, wie die Mechanik funktioniert. Das ist schon mal schön, oder? So, Konzertbereich. Ja, mal gucken. Je nachdem, wenn sie hartnäckig sind, können wir uns noch ein paar von diesen Buchmodulen leisten. Ansonsten würde ich mir tatsächlich eher die Edelsteinmodule kaufen als die Buchmodule. Weil für die Buchus gibt es halt diese wunderbare Funktion. So, wir sind zwar noch ein bisschen bei 19 Minuten. Eigentlich. Aha. Jetzt hat's aufgehört zu vibrieren. Wo bist du denn, mein kleiner Bu? Ist hier irgendwo? Hallo? Buhu? Na gut. Ich würde sagen, wir gönnen uns wenigstens den hier. Der hier irgendwo sein muss.
Okay, ich glaube, das ist in der Toilette. Nein. Tada, ich bin DJ Bubu. Jetzt aber mal volle Lautstärke. Ich hab's verkackt. Da, komm her. Gut. Okay. Er ist nicht mehr in dem Raum. Ist er jetzt hier? Oder ist er wirklich nach unten geflüchtet? Das wäre natürlich suboptimal. Okay. Ich wünsche, dass wir beide einfach angespannt da stehen bleiben. Ich gehe mal zurück. Ich würde sagen, Leute, beim nächsten Mal geht die Buhu-Jagd weiter. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken und bis dahin haltet die Ohren steif. Ciao.